Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe es heute im Stream schon mal ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, es wäre ganz hilfreich für uns alle, wenn wir mal ein Video hätten auf dem Kanal hier, wo alle Tipps und Tricks für die Höllenflut, alles, was man wissen sollte über die Höllenflut und wie man die maximale Glut bekommt in der geringsten Zeit, weil da gibt es schon den ein oder anderen Kniff, womit ihr mehr Glut farmen könnt. Und wieso ist das gerade jetzt wichtig? Das Video hätte ich auch schon vor Monaten machen können. Es ist wichtig, weil ihr wisst alle, Duriel kann man nur herausfordern, indem man lebenden Stahl farmt, um Gregor herauszufordern. Und das machen gerade alle wie verrückt. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir alle mal auf einen Nenner kommen, was die Höllenflut angeht. Und da können wir auch direkt mit dem ersten anfangen, was das Wichtigste von allem ist. Ohne dieses Tool könnt ihr die Höllenflut nicht vernünftig beackern. Und das ist helltide.com. Zeige euch mal ganz kurz die Seite. Die hatte ich euch schon mal gezeigt, vor Monaten. Die braucht ihr ganz, ganz dringend, um zu wissen, wo die Truhen sind. Diese lilanen Truhen hier, das sind die Plätze, wo sich der lebende Stahl drin verbirgt. Und hier habt ihr dann immer die Karte von der Höllenflut und könnt genau sehen, wo sind die Aufgaben, wo ist die lebende Stahltruhe, wie lange geht das noch, wann ist die nächste Höllenflut, das ist ja auch wichtig. Also ein ganz wichtiges Tool und nur damit könnt ihr eigentlich in der Höllenflut euch um die lebenden Stahltruhen kümmern. Voraussetzung ist natürlich auch ein Bild, womit ihr die Gegner schnell besiegen könnt und vor allen Dingen, dass ihr schnell zu Fuß seid. Weil, wenn ihr richtig gut seid, müsst ihr niemals auf das Pferd steigen und könnt immer zu Fuß laufen. Ich werde nicht für jede Region und für jede Höllenflut euch jetzt zeigen, ey, das ist die beste Route. Die Route ist manchmal gar nicht so wichtig, wie zu wissen, worauf es ankommt. Und zwar muss man natürlich immer schauen, wo sind Gegnermassen. Und dafür ist wieder ganz wichtig, dass ihr die Karte lesen könnt. Und wenn ihr euch die Karte anguckt, dann schon mal ein Top-Tipp von mir, würde ich niemals durch die Mitte durchlaufen, sondern immer am Rand entlang. Das bedeutet, immer schön an einer Seite, so dass ihr zu einer Seite quasi die See habt oder nicht weiter könnt oder den Rand von der Höllenflut habt, immer schön am Rand komplett entlang und das die ganze Karte entlang. Bei Kejistan zum Beispiel, was ich immer gerne mache, ist hier rauslaufen, hier unten einmal rum, hier wieder rum und dann hier außen entlang. Und so habe ich, sobald ich 10 Minuten hier angekommen bin, schon über 300 Glut. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr auch die Glut-Vorkommnisse mitnehmt, die nicht durch Gegner spawnen. Ich versuche mal eben einen on the fly zu finden. Da hätten wir schon mal den ersten, und zwar diese Teufelsrosen, die immer antippen, weil die lassen immer 3 bis 4 Glut fallen, ohne dass ihr kämpfen müsst. Und ihr wisst zu 100%, da sind 4 Glut drin. Dann gibt es noch diese Truhen hier. Die sind sogar noch viel wichtiger, weil die lassen immer 6 fallen. Wenn ihr die aufmacht, kommt da immer 6 Glut raus. Und wir haben daneben auch direkt den nächsten. Und zwar sind das diese roten verdammten Seelen. Das seht ihr immer, dass sie so rot pulsieren. Und die lassen auch Glut fallen. Allgemein gibt es von diesen Seelen auch ein paar Variationen. Immer wenn irgendwas ganz doll rot schimmert, könnt ihr das entweder kaputt machen oder ansprechen. Und es kommt Glut raus. Aber am wichtigsten, Teufelsrosen, die Truhe und diese roten Dinger geben immer zu 100% Glut. Außerdem bin ich ein Freund davon, das Crossplay auszumachen, um weniger Kollegen oder weniger Leute hier in der Welt zu haben. Weil ich das Gefühl habe, dass die Welt dann voller ist mit Gegnern, weil niemand anderes vor 2 Sekunden hier war und die Gegner besiegt hat. Das müsst ihr aber selber entscheiden, wie ihr das macht. Ich bin Fan davon, Crossplay auszuhaben und quasi offline alleine hier alles zu bespielen und meine eigenen Gegner zu haben, ohne dass irgendjemand anders dabei ist und mir die Gegner wegmobst. Das gilt auch für die Aufgaben. Zwar respawnen die Aufgaben da nicht so schnell, aber das wird euch bestimmt auch schon das ein oder andere Mal passiert sein. Ihr lauft zu einer Aufgabe hin. Und dann seid ihr gerade angekommen, zack, ist die Aufgabe fertig, weil vorher schon jemand anderes da war und die Aufgabe gemacht hat und eure Aufgabe ist weg. Deswegen bin ich lieber alleine unterwegs, ohne Crossplay und macht dann die Aufgaben, die ich habe. Aber ich muss auch dazu sagen, mittlerweile mache ich nur noch ganz, ganz wenig Aufgaben. Ich laufe nie straight zu einer Aufgabe hin, sondern wie eben erklärt, immer am Rand entlang.
und nehme nur eine Aufgabe mit, wenn die sowieso auf dem Weg liegt, weil die Aufgaben, bis auf ein paar Ausnahmen, nicht mehr Glut geben als die Spawns an Gegnern, die ihr so. Guck mal, wie viele Gegner das sind. Nicht mehr Glut geben als die Gegner, die sowieso schon in der Welt vorhanden sind. Deswegen bei den Aufgaben immer genau schauen, ob sich diese Aufgabe lohnt. Zum Beispiel gibt es diese Aufgabe mit den roten Portalen, die kommen. Die lohnt sich zum Beispiel gar nicht. Oder Aufgaben, wo ihr nur einen Boss besiegen müsst oder so. Da kriegt ihr nicht viel Glut bei raus. Aufgaben, die 1,5 Minuten lang Wellen an Gegnern bringen, die bringen natürlich ganz viel Glut. Aber da würde ich ganz genau aufpassen, welche Aufgaben ihr macht und welche eben nicht. Außerdem kann es ganz oft sein, dass die lebende Stahltruhe nicht da ist, wo sie eigentlich sein sollte. Wir wissen nicht ganz genau, woran das liegt. Irgendein Bug, weiß auch nicht, ob der gefixt wird demnächst. Wenn das bei euch der Fall sein sollte, dann portet einfach einmal in die Stadt und wieder zurück und schaut, ob die Kiste dann da ist. Das kann sein, dass es 2, 3, 4 Mal dauert, bis die Kiste dann wirklich da ist, weil ihr Glück haben müsst, auf einen anderen Serverblock zu kommen, wo dann die Kiste gespawnt ist. Das, ja, manchmal müsst ihr nur einmal porten, manchmal müsst ihr 4 Mal porten. Ich habe auch schon mal Fälle gehabt, da musste ich 5, 6 Mal porten oder sogar ganz raus aus dem Game und wieder rein. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Nächster Top-Tipp. Oben rechts seht ihr eine Uhrzeit. Einmal seht ihr bei mir jetzt 17 Uhr und links daneben neben der Karte, wie lange die Höllenflut noch dauert. Die Höllenflut kommt ja jetzt immer regelmäßig, alle 1,5 Stunden, wenn mich nicht alles täuscht, und bleibt für 1 Stunde. Und was ihr wissen müsst, ist, dass zur vollen Stunde die Truhen resetten. Das bedeutet, wenn ihr einmal eine lebende Stahltruhe aufgemacht habt, vor der vollen Stunde, dann wird nach der vollen Stunde dieser Steckplatz wieder resettet. Ich zeige euch das am besten anhand der Karte. Und zwar habt ihr eben gesehen, war hier eine Truhe. Die ist verschwunden um 17 Uhr und ist hier unten hingewandert. Das bedeutet, wenn ihr es bis 17 Uhr oder bis zur vollen Stunde nicht geschafft habt, die Truhe, die hier war, zu öffnen, dann verschwindet die und wandert an einen anderen Ort. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr es schaffen könnt, in einer Stunde der Höllenflut mehrere Kisten aufzumachen. Gerade bei Kejistan sind immer 3 Kisten vorhanden. Diese, diese und diese. Und zur vollen Stunde resetten diese 3 Kisten. Das bedeutet, vor dem Reset könntet ihr theoretisch 3 Kisten öffnen und nach dem Reset könntet ihr 3 Kisten öffnen. Manchmal ist es aber auch so, dass eine Höllenflut zur vollen Stunde startet und zur vollen Stunde endet. Da gibt es auch noch einen Trick und einen Tipp. Wenn ihr mit einem Charakter 2 oder 3 Truhen gesammelt habt, könnt ihr einfach den Charakter wechseln. Zum Beispiel auf einen anderen, euren, weiß ich nicht, euren Magier zum Beispiel, so wie ich jetzt. Und könnt dann die Kisten wieder öffnen. So könnt ihr auch in einer Höllenflut, die von vollen Stunde zur vollen Stunde geht, mehr als 2 oder 3 Kisten aufmachen. Und wenn ihr richtig flott unterwegs seid, müsstet ihr es eigentlich immer schaffen, mindestens 6 Truhen aufzumachen. Je nachdem, wie die Höllenflut gerade ist. Es gibt Bereiche, da ist sie besser, wie zum Beispiel oben in Skosglen. Ich finde die Höllenflut in Skosglen etwas besser. Kejistan ist eigentlich auch ganz gut, vor allen Dingen Top-Tipp von mir. Ich laufe immer hier in der Wüste einmal komplett außen herum. Das ist immer mindestens eine Kiste. Da macht ihr dazwischendurch noch diese kleinen Truhen auf, die ich euch gezeigt habe. Also immer schön am Rand entlang laufen. Da habt ihr dann immer sehr gute Chancen, viele Kisten aufzumachen. Außerdem gibt es ab und zu Legionsereignisse in der Höllenflut und die solltet ihr immer mitnehmen, weil das ist mit Abstand die beste Möglichkeit, um viel Glut zu bekommen, weil dort die meisten Gegner spawnen und viele Leute dabei sind, die Gegner besiegen. Das heißt, ihr kriegt auf eine relativ kurze Zeit, die dauert meistens nicht länger als 5 Minuten, sehr viel Glut. Deswegen die Legionsereignisse immer in der Höllenflut mitnehmen. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder Tricks habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Da wird sich der eine oder andere bestimmt freuen, wenn es da noch mehr Input gibt. Wenn ihr also noch mehr Infos habt, die für die Höllenflut hilfreich sind, dann schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Würde ich mich auch freuen, da noch das ein oder andere zu lernen. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.